Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Seminar mit Professor Ernst Zenkowski zum Thema instrumentelle Transkommunikation. Tatsachen und, ich weiß nicht, wie ist der genaue Titel? Tatsachen und Theorien. Es geht auf jeden Fall um die Theorien über die Instrumente. Tatsachen und Einordnungsversuche heißt das offiziell. Entschuldigung, Einordnungsversuche. Professor Ernst Zenkowski ist 1922 in Hamburg geboren. Er hat vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiern dürfen. Meine Gratulationen sind bei ihm. Meine Gratulationen sind zu spät eingetroffen. Ich benutze die Gelegenheit, um ihm zu sagen, dass es wohl an seinem Fax lag, der nicht eingeschaltet war. Professor Zenkowski war von 1961 bis 1988 Dozent und Professor für Physik an der Fachhochschule Rheinland-Pfalz. Seit Mitte der 70er Jahre beschäftigt er sich intensiv mit der Erforschung der Grenzgebiete. Heute gilt Ernst Zenkowski als der Experte im Bereich der instrumentellen Transkommunikation. Sein Buch Instrumentelle Transkommunikation ist in der dritten Auflage und ist das Standardwerk zum Thema. Daneben hat er eine Zeitschrift herausgegeben zum Thema Transkommunikation, ist eben die letzte Nummer erschienen. Er wird Ihnen vielleicht mehr noch darüber sagen, ich glaube, die ist auch schon fast vergriffen. Aber ich kann wirklich aus eigener Anschauung sagen, das Heft ist sehr, sehr empfehlenswert. Herr Zenkowskis Buch auch ist so viel drin, das ist wirklich komprimierter Lesestoff, den ich allen wirklich sehr empfehlen kann. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Anregungen und viele, ja, doch interessante Zeit mit Professor Zenkowski. Ich freue mich sehr, dass du hier bist bei uns, Ernst. Und wünsche dir viel Erfolg. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Lucius, für die freundlichen Worte zur Einleitung. Und ich habe mir diesen Platz zum Sitzen vorgenommen, weil mich das doch 90 Minuten, früher habe ich ja 27 Jahre lang vorgetragen in der Fachhochschule, da haben mir 90 Minuten nichts ausgemacht, aber jetzt bin ich aus der Übung. Und deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, mich zu setzen. Lassen Sie mich beginnen mit einem transkommunikativen Inhalt, der von dem berühmten Friedrich Jürgenson, über den wir nachher noch kurz sprechen werden, gekommen ist, und zwar, wie man sagt, postmortem 1996. Sinn und Zweck der instrumentellen Transkommunikation ist, dem Wesen anzuzeigen, dass alles mit allem verbunden ist. Um dieses aus ihrer, also aus unserer menschlichen Sicht zu erkennen, benötigt die Transkommunikation eine offene und ehrliche Denkweise. Nun, ich habe also ein ziemlich umfangreiches Programm. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit zurechtkomme. Fragen können wir dann nachher gemeinsam bearbeiten im Forum. Das ist dann die Nummer 4 da, diese Ecke. Und das werden wir also jetzt nicht im Sinne einer Diskussion durchzuführen brauchen, sondern ich übernehme das mal so lang. Also von Öffentlichkeit und Wissenschaft unbeachtet manifestiert sich seit 50 Jahren, ist gerade ein Jubiläum, eine Gruppe außergewöhnlicher Phänomene in Form physikalisch-technischer Anomalien. Und da treten sinnvolle Mitteilungen auf. Und diese Mitteilungen sind hinsichtlich der Entstehung und der Herkunft in unserem System rätselhaft. Die Quellen sind nicht greifbar, es sei denn, man geht über die Grenzen des offiziellen wissenschaftlichen Systems etwas hinaus. Und es zeigt sich, dass eventuell diese beiden Komponenten durch eine Aufweitung unseres Bewusstseins, das ist ja eigentlich das Ziel auch dieser Basler Psi-Tage immer gewesen, durch eine Aufweitung, ich sage, unseres begrenzten menschlichen Bewusstseins vielleicht in ein umfassenderes Bewusstsein eingebaut oder integriert werden können. Ich beginne mal mit ein paar Überlegungen oder Betrachtungen zur Geschichte,
Das ist für diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, vielleicht eine kleine Wiederholung, aber ich halte mich kurz. Die Entwicklung dieser Phänomene begann mit dem spontanen Auftreten, ich komme darauf nochmal zurück, von außergewöhnlichen Stimmen auf magnetischen Tonträgern. Das hört sich jetzt sehr gelehrt an, das waren aber am Anfang Stahldrähte und später waren es diese Tonbänder, wie wir sie heute kennen, mit großen Maschinen, dann mit den Rekordern. Und eventuell treten jetzt auch welche auf den Chips in Computern. Das ist noch nicht so ganz klar. Die erste Beobachtung, und deswegen sagte ich genau 50 Jahre, ist 1952 erfolgt. Unwillentlich, da waren also zwei Mönche oder zwei Priester, katholische und Physiker im Mailand in einem physikalischen Labor der Universität am Experimentieren. Und zwar hatten sie sich die Aufgabe gestellt, gregorianische Musik zu analysieren. Und bei dieser Gelegenheit trat also, das ist eine längere Geschichte, aber unversehens auf diesem Stahldraht, mit dem sie damals arbeiteten, die Stimme des verstorbenen Vaters des einen Priesters auf, zum großen Erschrecken. Der zweite war etwas cooler, wie man heutzutage sagt, und sagte, naja, einmal ist kein Mal, wir probieren das und wir sprechen also den verstorbenen Vater an. Und er meldete sich und er beschimpfte in Anführungsstrichen seinen Sohn, indem er etwa auf Italienisch sagte, du weißt doch, dass ich immer bei dir bin, du alte Rübe. Dieses Wort Rübe ist nicht ganz exakt, aber das kann man schlecht übersetzen. Ebenfalls unbeachtet blieb eine Beobachtung im medialen Bereich. Man schnitt im Jahre 1958/59 mediale Sitzungen mit in den USA und fand auf diesen Mitschnitten zusätzliche Stimmen, die also weder die Anwesenden gesprochen hatten, noch dieses Medium im Auftrage oder in Vermittlung jenseitiger Wesen. Das ist veröffentlicht worden und niemand bis heute. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Herr Mulatsch war so freundlich, heute Morgen die Transkommunikation mit in der Parapsychologie unterzubringen. Das ist das erste Mal. Trotzdem, inzwischen ist es so, dass einige Universitäten drüben, sagt man, in den USA und in Südamerika, sich der Sache wohl mal von sogenannten wissenschaftlichen Standpunkt aus annähern. So, und dann gab es eine dritte Entdeckung und die hat dazu geführt, dass das Ganze in die Öffentlichkeit geriet. Das war der eben schon genannte Friedrich Jörgensson zu seinen Lebzeiten. Er wollte eigentlich, so wird es beschrieben, Vogelstimmen aufzeichnen in einem kleinen Wäldchen in Schweden, wo er so eine Art Chalet oder Häuschen hatte. Und auf diesen Bändern waren dann menschliche Stimmen, die man zunächst nicht unterbringen konnte. Man hat vermutet, es sind Einstreuungen von irdischen Sendern, waren es aber augenscheinlich nicht. Denn nach einiger Zeit, nach weiteren Versuchen, wurde Herr Jörgensson von ehemals lebenden Freunden, Bekannten und Verwandten angesprochen. Inzwischen hat sich diese Sache nun so weit entwickelt, dass wir die Berichte haben aus etwa 20 Ländern weltweit bis nach Japan hin. Und wir liegen mit 70 Monographien in den Buchhandlungen verschiedener Länder, etwa 6 Sprachen. Es gibt Interessentengruppen, die einschlägige Zeitschriften, so wie wir, unsere Gesellschaft, der Dr. de Lavre in Frankfurt und ich, rausgegeben haben und weiter rausgeben von anderen. Und es gibt nun Material über nicht nur diese Stimmen auf Bändern oder Tonbändern, sondern es gibt sogenannte direkte Stimmen, die man unmittelbar vom Lautsprecher oder am Telefon wahrnehmen kann, auch mitschneiden kann. Dann gibt es ungewöhnliche Bilder, sowohl auf Fernsehbildschirmen, meistens also auf Fernsehern, die auf freie Kanäle eingestellt sind. Es gibt außerdem unter bestimmten technischen Bedingungen Einzelbilder auf Videobändern und es gibt inzwischen aus mehreren Ländern, also mehr Länder sind Luxemburg, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Computerphänomene auf Computersystemen, die nicht vernetzt sind, sodass also nicht etwa ein Eindringling da hinein kann, ein sogenannter Hacker oder so, sondern die Systeme sind in sich abgeschlossen, hängen nur an der normalen Stromversorgung. So dass es ziemlich sicher ist, dass es, wie wir heute gehört haben, nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder es ist Betrug oder wir können es nicht erklären. Punkt.
So, nun war Jürgenson also damals, nachdem er etliche Jahre gearbeitet hat, mit diesem Phänomen davon überzeugt, dass diese Stimmen im Wesentlichen, damals gab es ja nur erst die Stimmen, dass sie im Wesentlichen von Verstorbenen herrühren. Und diese Deutung hat sich bisher bestätigt oder wird gestützt durch die Bilder, die da aufgetreten sind. Und sie wird gestützt durch die Transkommunikation über Computer. Wir fassen das also zusammen. Man sagt entweder apparativ gestützte Jenseitskommunikation oder mit einem Kurzwort dann instrumentelle Transkommunikation. Und ich werde jetzt in Zukunft, damit ich mir nicht immer die Zunge verrenken muss, einfach ITK sagen. Instrumentelle Transkommunikation. Und ich weise darauf hin, dass diese ersten drei Phänomene in Italien, in den USA und in Schweden unabhängig voneinander entstanden sind, ohne dass irgendwelche Menschen die Tendenz oder den Wunsch hatten, sie möchten sich oder mögen sich ereignen. Das heißt, der Ausgangspunkt ist spontan, so wie viele Spukfälle auch spontan auftreten. Nun habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht und das ist immer eine missliche Sache. Man muss gute Beispiele aussuchen. Die Wiedergabe ist meistens zu vornehm bei diesen Apparaturen hier in den Sälen. Es ist auch ein gewisses Echo da, aber wir versuchen es mal. Und es sind 6 Beispiele. Ich kann unmöglich, das kostet einfach auch zu viel Zeit und ist auch ziemlich anspruchsvoll für Sie als Hörerinnen und Hörer. Ich kann unmöglich den Bodensee mit einem Kaffeelöffel ausschöpfen. Das schaffen wir nicht. Also ich bitte jetzt mal den Techniker, dieses Band abzufahren. Das sind insgesamt 6 Beispiele. Beispiel 1. Tonbandstimme eines unbekannten Sprechers, deren Inhalt nicht mit der Überzeugung des Experimentators übereinstimmt. Gott ist wirklich da. Gott ist wirklich da. Gott ist wirklich da. Gott ist wirklich da. Die Stimmen im Hintergrund stammen vom Radio. Beispiel 2, eine typische Tonbandstimme mit einer einfachen Namensmeldung meiner von mir gerufenen Frau Adelheid. Nach meinem Bitte kommen, hier ist Adelheid. Bitte kommen. Das Beispiel 2, das wir eben gehört haben, steht nicht allein. Hier als Beispiel 3 ebenfalls eine unmittelbare Reaktion. Ich sage, hast du eine Mitteilung für mich, liebe Adelheid, bitte kommen. Die Antwort erfolgt sofort, hallo, hier, Adelheid, bitte. Hast du irgendeine Mitteilung für mich, liebe Adelheid? Bitte kommen. Hallo? 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 Bitte? Hast du irgendeine Mitteilung für mich, liebe Adelheid? Bitte kommen. Hallo? Hallo? Bitte? Hast du irgendeine Mitteilung für mich, liebe Adelheid? Bitte kommen. Hallo? Hallo? Bitte? Die nächsten beiden Beispiele sind Ausschnitte aus längeren Dialogen mit direkten Stimmen, die Adolf Humes geführt hat. Der Experimentator fragt, in welcher Zeit lebt ihr? Antwort, in keiner Zeit, Zeit ist nicht vorhanden. Und der Experimentator bestätigt, das habe ich verstanden. Thank you.
Beispiel 5. Bei einer anderen Gelegenheit fragt Adolf Homes einen anderen Kommunikator: Ist Zeit nur für uns Menschen vorhanden? Die Antwort lautet: Die Illusion ihrer Zeit ist ein Verhaftetsein weiterer Illusionen. Als Kommunikator gilt der ehemalige amerikanische NASA-Physiker Dr. George Jeffries Müller. Im Rahmen eines Demonstrationsversuchs für ein befreundetes Ehepaar empfingen wir im Februar 1977 in Mainz 5 Sätze direkt vom Radio. Sie beschreiben den Ablauf eines familiären Ereignisses eine Stunde bevor dieses in Berlin stattfand. Der Kommunikator ist unbekannt. Sie hören aus dieser Gruppe von 5 Sätzen den letzten und deutlichsten Satz: Hier ist Berlin. Das ist das Ende. So, ich bedanke mich bei dem Techniker und ich bitte mit den Bildern noch einen Augenblick zu warten, weil ich auf diesen, ja, auf diese Stimmen etwas eingehen möchte. Die Charakteristiken dieser Tonbandstimmen sind in vielen Jahren immer wieder beobachtet worden. Die sind also in gewisser Weise reproduzierbar. Es ist so, dass man eine ganze Gruppe von solchen, ja, Charakteristiken, kennzeichnende Eigenschaften hat. Dazu gehört einmal, dass wir eine mittlere Dauer nur haben von 1,5 Sekunden. Man kann also mit diesen Tonbandstimmen natürlich keine philosophischen Erörterungen führen. Dann wird das ganze Sprechen dadurch gekennzeichnet, dass die Wörter, dass kurze Wörter bevorzugt werden. Das ist im Deutschen besonders charakteristisch, weil wir die Fähigkeit haben, Wörter miteinander zu kombinieren. Und es ist sehr deutlich, dass insbesondere bei den Anfängen dieser Versuche die Wörter mit wenigen Silben bevorzugt werden. Dann gibt es, das haben Sie hier auch gehört in dem einen oder anderen Beispiel, eine ziemlich komprimierte, schnelle Sprechweise. Die sprechen im Mittel so, wenn man von Sprechen reden will, etwa 20-30% schneller als normal. Dann tritt eine deutliche Silbentrennung auf, das haben Sie hier auch gehört, ja, die Illusion ihrer Zeit ist ein Verhaftetsein weiterer Illusionen. Es ist so, als wenn jedes Mal jede Silbe getrennt angestoßen werden muss, also Impulse gegeben werden. Dann gibt es weiter einen ungewöhnlichen Sprech- oder Sprachrhythmus. Wenn Sie die Stimme, die ich da meiner Frau zuschreibe, ich sage zuschreibe, hallo, hier, Adelheid, bitte, die ist ja ganz als Sequenz gesprochen. Eigentlich müsste man sagen, hallo, hier, Adelheid, bitte. Das wäre ein anderer Rhythmus. Und diese Stimmen haben vielfach einen Rhythmus, der fast wie vom Computer gesprochen sich anhört, also von den Älteren. Inzwischen haben die das auch gelernt. Dann gibt es abweichende Grammatik. Das kommt häufig vor. Und nun ein Charakteristikum, das die Sache vom technischen oder physikalischen Standpunkt aus interessant macht, weil nämlich in der Sprache nicht immer, aber sehr häufig die sogenannten Grundschwingungen fehlen. Das ist etwas, was man an der Analyse dieser Sprache erkennen kann. Wir haben ja eine Grundschwingung, die wird produziert durch unsere Stimmbänder. Und dann werden die Laute und Vokale gefärbt durch Oberschwingungen.
Und diese Oberschwingungen sind in dieser Sprache, in dieser Sondersprache, könnte man sagen, vorhanden, aber die Grundschwingungen fehlen. Das heißt, es ist also eine Art Sprache, bei der kein Kehlkopf benutzt wird. Das spricht also dagegen, dass zum Beispiel ein Experimentator das manipuliert. Natürlich ist es so, dass diese Stimmen, deswegen habe ich da auf den Radiohintergrund hingewiesen, gestört sind. Und diese Störungen, die führen dann dazu, und das wird von den Kritikern immer wieder vorgebracht, dass viele dieser Stimmen mühsam zu entziffern sind oder überhaupt gar nicht mit Sicherheit erkannt werden können. Das ist völlig klar, das ist ein psycholinguistisches Problem und damit muss man leben. Die zweite, die ich Ihnen vorgeführt habe, also wo eine Frau nur sagt, hier ist Adelheid, die dürfte für Sie schon relativ schwierig gewesen sein. Interessant ist nur, das steht hier nicht in meinem Manuskript, dieses gesprochene Adelheid, wo das Heid so merkwürdig gezogen ist, das ist in der zweiten Stimme auch drin, die sind aber völlig unabhängig mit völlig verschiedenen Geräten zu verschiedenen Zeitpunkten aufgezeichnet. Das ist schon eine Merkwürdigkeit. Wir haben zum Beispiel den Namen Jürgenson von ganz verschiedenen Leuten aufgezeichnet und es ist immer sein Name, auch der Name Raudive, der so klingt wie zu Lebzeiten. Nicht exakt, aber sehr ähnlich. Also vielfach antworten diese Stimmen dann auf Bemerkungen, auf Fragen, auf Anrufe. Sie beziehen sich auf das Umfeld, sie beziehen sich auf allgemeine Themen, insbesondere natürlich, wenn es sich um längere Texte handelt, wie bei den Computern oder bei den direkten Stimmen. Und was zu beachten ist, es gibt eine ganze Menge von Dialogen. Denn diese direkten Stimmen, die hört man vom Radio, eventuell auch von einem Lautsprecher, von einem Fernsehgerät. Und wenn man die anspricht, kriegt man direkte Antworten. Das heißt, es ist ein Telefongespräch, könnte man sagen, eine Art Funktelefongespräch, das sich so ähnlich abspielt wie unsere Handys heute oder wie vielleicht diese kleinen Geräte, die wir zu Hause haben, in einer Basisstation. Man läuft also in der Gegend herum von oben nach unten und kann sich bequem unterhalten. Das funktioniert ganz gut, das haben Sie an den zwei Beispielen gehört, wo dieser Experimentator, der inzwischen auch im Jenseits gelandet sein dürfte, wenn es denn ein Jenseits gibt, dass der also gesprochen hat, angefragt hat, und das sind Ausschnitte aus Dialogen, die ungefähr 4 bis 5 Minuten dauern. Und irgendwann bricht es dann aus unerfindlichen Gründen ab. So, damit haben wir nun die Tonbandstimmen ein bisschen abgehandelt. Und ich habe absichtlich dieses Problem der Zeit angesprochen. Also das eine heißt, es gibt keine Zeit, Zeit ist nicht vorhanden. Und das andere heißt, es ist eine Illusion. Wer eben den Vortrag von Herrn Westbecher gehört hat, der wird damit etwas anfangen können. In diesen geistigen Bereichen, aus denen diese Stimmen, ich sage mal vorsichtig, zu kommen scheinen, gibt es unsere Zeit nicht. Unsere lineare Zeit existiert dort nicht. Das ist dann nachher ein Problem, auf das ich auch noch wieder eingehen werde. So, jetzt können wir uns dann vielleicht mal die Dias anschauen, wenn unser technischer Freund das bewältigt. Ich werde immer ein bisschen dazu sagen, ach, das ist so, ja, jawohl. Sie haben eben diese Stimme gehört, die sehr kurz und gedrängt war, hier ist Berlin. Sie können die einzelnen Silben oszillografisch verfolgen. Also es ist ganz deutlich, dass diese Silben da, das ist es ein bisschen schwach und dann das Berlin ist sehr langgezogen und deutlich. Und Sie können das in einer anderen Darstellung, bitte das nächste Dia, noch deutlicher sehen. Da sehen Sie die Silben jetzt von dem, das ist gleichgerichtet und wie die Techniker sagen, integriert. Hier das kleine ist und dann Berlin. Es ist völlig klar, dass das keine Stimme ist, nicht wahr, die man also psycholinguistisch umdeuten kann oder die man nicht verstehen kann. Das nächste Dia bitte. So, damit kommen wir zu den Bildern. Damals gab es in Deutschland, auch inzwischen verstorben, einen Experimentator Klaus Schreiber in Aachen. Er hat eine bestimmte Methode entwickelt unter Anleitung seiner verstorbenen Tochter. Und zwar ist das ein sogenanntes elektronisch-optisch rückgekoppeltes System. Also mit einem Wort, man richtet eine Videokamera auf den Bildschirm, koppelt die beiden zusammen und hängt noch einen Videorekorder dran. Und dann gibt es auf dem Bildschirm im Allgemeinen so eine Fluktuation, Schnee und irgendwelche Spiralen oder ineinander geschobene Formen. Und gelegentlich treten dann eben auch Gesichter auf. Diese sind eine Aufnahme, die relativ jung ist, noch aus Spanien, die nach diesem Verfahren zustande gekommen ist. Und
Die Person, die da gezeichnet ist, ist nicht erkannt worden. Das nächste bitte. Ja, bei diesem Bild sieht man, dass es natürlich welche gibt von einer hervorragenden Qualität. Das Bild kommt auf dem Fernseher aus dem Rauschen heraus auf einem freien Kanal. Es wurde vorher angekündigt, aber ohne Zeitangabe, nur für den Vormittag des betreffenden Tages. Und das Bild hat eine Dauer gehabt von, wenn ich es genau weiß, 0,7, also sagen wir rund eine Sekunde. Der Experimentator, nun Adolf Humes, der schreibt dieses Bild seiner verstorbenen Mutter zu, die bei seiner Geburt ums Leben kam. Und es gibt Tonbandstimmen, die dieses Bild mehr oder weniger begleitet oder umrahmt haben. Und daraus leitet er auch vielleicht nach dem Haarschnitt aus diesen Jahren, in 30er Jahren, ab, es sei ein Bild seiner Mutter. Es lässt sich aber nicht nachprüfen, weil während des Krieges, während des letzten Krieges, alle Unterlagen, alle Fotos der gesamten Familie zerstört worden sind. Also es ist jetzt eine reine Glaubenssache, ob man diese Zuschreibung, diese Interpretation annimmt. Das nächste bitte. So, dieses ist eigentlich eine lange Geschichte. Wir haben in Deutschland ja einen Experimentator namens Hans-Otto König. Und der König hat so wie ich 1974 mit diesen Tonbandversuchen angefangen, hat das alles weiterentwickelt, war zuerst sogar der Meinung, die Bilder, die andere schon vor ihm hatten, auch der Klaus Schreiber, seien vielleicht gar nicht echt oder irgendwie getrickst oder wie. Inzwischen ist er selbst so weit, dass er Bilder, ja, bekommt, muss man sagen, oder erzeugt, in Anführungsstrichen. Und wir haben eine Sequenz, das ist ein Einzelbild aus einer Sequenz heraus, von der sich etwa 7 Monate später herausgestellt hat, dass es ein Ausschnitt ist aus einem Videofilm, der später, also eben nach 7 Monaten, zum ersten Mal übers Fernsehen gelaufen ist. Bei der Aufnahme, die der Hans-Otto König gemacht hat, ist dieses Bild oder diese Sequenz, die einige, ja, ich weiß nicht, vielleicht die Größenordnung Minute dauert, die ist begleitet von Sprache, wobei die Sprache am Anfang synchron ist mit den Lippenbewegungen, dann läuft das aber auseinander. Damit Sie jetzt einen Vergleich haben, habe ich das nächste Bild zusammengestellt. Auf der linken Seite dieses, nennen wir es jetzt mal so, paranormale Bild, das der Hans-Otto König aufgenommen hat, und rechts ist das entsprechende Bild aus diesem Film heraus. Um eine Sache zu dokumentieren, ich sage das jetzt am Rande, dass das wirklich eine paranormale Übertragung war, woher auch immer, die Dame oder die Frau, die Ehefrau desjenigen, der den Film entdeckt hat, zufällig, weil er abends noch sitzen geblieben war und auf einem Kanal einfach so ein paar Knöpfe gedrückt hat nacheinander und plötzlich dieses Bild wieder erkannt hat, dann hat er seinen Rekorder eingeschaltet, hat den Film dann besorgt mit vielen Mühen, das Original, und es stellt sich raus, dass in der Tonübertragung die Synchronizität unterbrochen ist. In der paranormalen ist eine zusätzliche Pause drin und eine zusätzliche Stimme, sodass man also sehen kann, dass diese paranormale, auch die Tonaufnahme, nicht voll identisch ist, genauso wie die Bilder. Da sind auch Abweichungen drin, wenn man genau hinschaut, mit dem Originalfilm. Interessant ist eben der Zufall, der diese Entdeckung mit sich gebracht hat. So, dann haben wir das nächste Dia, bitte. Ja, ich habe eben über Herrn Jürgensson, Friedrich Jürgensson, gesprochen. Der ist ja inzwischen auch verstorben. Sie sehen rechts ein Bild kurz vor seinem Tode und links ein Bild, das nun auf dem Fernsehschirm gekommen ist. Man sieht, darauf kommen wir nachher zu sprechen, dass diese Bilder durch eine Medialität des Experimentators mitbedingt sind. Der Humes ist morgens aufgewacht mit dem Gefühl, er müsste einen Fernsehversuch machen. Und er arbeitet normalerweise mit seinem Schwarz-Weiß-Gerät. Er hat in diesem Falle eigentlich ohne große Überlegung seinen Farbfernseher eingeschaltet und hat dann seine Videokamera vor dem Fernsehschirm aufgebaut. Das ist also nicht mit dem Videoband direkt aufgenommen, sondern indirekt über eine Videokamera. Und hat dann dieses Bild bekommen. Das ist ja wie ein Ausschnitt. Und das Interessante ist nun, dass während dieses Bild lief, er versucht hat, den Herrn Jürgensson anzusprechen. Mit Sprache ist aber keine Antwort erfolgt. Stattdessen hat er gehört, dass im Nebenzimmer, wo so ein Computer stand, der ausgeschaltet war, es Klick machte, der Computer sich einschaltete und auf dem Bildschirm ein Text stand.
stand, der von Friedrich Jürgenson unterzeichnet war. Während also dieses Bild, diese Bilderscheinung auftrat. Und um ein, sagen wir mal, ein bisschen zu erschweren, die Behauptung der berühmten Kritiker, darüber haben Sie ja heute Morgen sicher schon einiges gehört, von Herrn Wunder, berechtigterweise. Alle Achtung vor ihm. So, da gucken wir uns doch das nächste Mal an. Bitte? Das nächste Dia, bitte. So, dieses Bild ist eines von mehreren, das diese eigentliche Bildsendung, das Bild, das Sie vorher gesehen haben, einleitet. Das heißt, der Beginn, die Entstehung dieses Bildes auf dem Bildschirm und wie es wiedergegeben ist von der Videokamera, erfolgt in völlig anderen Farben, erfolgt teilweise in Rot, teilweise noch in Weiß und ist mit diesen drei hellen Flecken ausgestattet. Dazu gibt es dann einen Text. Und ich glaube, an dieser Stelle werden wir dann erstmal mit den Bildern aufhören. Bitte wieder Licht. Und das geht nachher nochmal weiter. Ich habe Ihnen diesen Text mitgebracht. Und zwar etwas verkürzt. Da muss ich mal schauen. Hier meldet sich Friedel aus Schweden. Das war sein Kurzname, mit dem er sich auch später immer wieder gemeldet hat. Liebe Menschen, wie Ihnen bekannt ist, sind wir in der Lage, beliebig in Ihre Struktur einzutreten. Ich sende Ihnen wiederholt eine Projektion von mir, jedoch mit Ihrem, in Klammern, menschlichen Erscheinungsbild. Das heißt, weg bitte von der naiven Interpretation, dass die Jenseitigen so aussehen, wie sie hier auf den Bildern erscheinen. Es sind Projektionen. Die Jenseitigen müssen sich erinnern an ihre Lebzeit und müssen versuchen, dieses Bild, was sie mental haben, über das Medium bzw. über Medium plus Apparatur hier uns zu verdeutlichen, sodass wir sie wiedererkennen können. Also mit unserem Erscheinungsbild. Und nun geht das weiter mit Unterbrechung. Nicht nur unsere sogenannten Transkontakte, sondern das Bewusstsein des Gesamtuniversellen ist rein geistig zu verstehen und schafft grundsätzlich alle physischen wie psychischen Formen. Aus dieser Sicht sind wir auch noch Menschen. Dieses Gemeinschaftsunternehmen schafft alle Formen. Diese stellen wiederum Illusionen dar, da sie sich ändern. Viele von uns sind in der Lage, physische Gestalt anzunehmen. Übermitteln Sie bitte meine Botschaft allen Menschen. Dies sagt Ihnen F. Jürgenson. Und wer, ich kann es nicht anders, es ist so bequem, sich auf Herrn Westbecher zu beziehen. Hier heißt es Illusionen. Er hat vom Kino gesprochen. Natürlich, das Kino ist eine Illusion. Wir leben hier in einer Illusion. Wir leben hier in einer permanenten Hypnose. Es sei denn, wir geben uns Mühe, auszusteigen. Und jetzt kommt am 29. Oktober 2002, das ist noch gar nicht lange her, ich würde sagen etwa einen Monat, also nach 8 Jahren, von Herrn Jürgenson über ein Medium, mir persönlich bekannt, einige allgemeine Erläuterungen. Und unter anderem bezieht er sich da auf dieses Bild mit diesen drei Lichtflecken, die wurden als drei Sonnen gedeutet damals. Und das ist interessant. Es ist oft so, dass wir natürlich im Voraus nicht wissen, was genau zustande kommt. Aber es ist eine starke Verbindung, man könnte sagen eine telepathische Verbindung, weil ich als Sender mich kurz schließe mit dem Empfänger, mit dem Irdischen, und von uns beiden dieses Bild kreiert wird, von uns beiden. Obwohl dem Empfänger dieser Vorgang nicht bewusst ist. Aber der Empfänger trägt dazu bei, dass dieses Bild zustande kommt. Diese drei Sonnen, in Anführungsstrichen, bedeuten im Prinzip nichts. Sie können es interpretieren, wie Sie möchten. Es ist nicht so, dass ich mich zeigen wollte mit drei Sonnen, weil hier keine drei Sonnen vorhanden sind. Es sei denn, Sie möchten gerne Ihre eigene Welt hier kreieren. Das können die da drüben. Wir können das manchmal auch so ein bisschen. Dann geht das in die Kreativität der Künstler hinein oder in die Fantasie eines Menschen oder in eine Vision. Da sind wir kreativ tätig und vielleicht die anderen mit.
dann können Sie das tun. Aber das ist nicht mein Wunsch gewesen. Hier war es mir nicht wichtig, ob es zwei, drei oder nur eine Sonne gab, sodass dieses Bild nicht so interpretiert werden sollte, sondern es hat sich einfach so ergeben. Sie müssen bedenken, ich sehe hier, Moment, jetzt muss ich meine Seite 6 suchen, die hat die Katze gefressen. Ich sehe hier nicht so aus wie auf diesem Bild. Es ist ein Bild, um Sie davon zu überzeugen, dass ich es war. War. Man kann diesen Mechanismus, dass beide dazugehören, auch auf Tonbandstimmen übertragen. Eigentlich geht die Sache noch weiter. Es läuft nämlich darauf hinaus, dass die Medialität am Anfang der gesamten Entwicklung nicht mit einbezogen wurde. Man hat geglaubt, das Ganze sei ein technisches Phänomen. Inzwischen glaubt das kein Mensch mehr, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Wir kommen dann zu den Computerstörungen. Nun hat das keinen Zweck, dass ich Ihnen hier Computerausdrucke hinprojiziere. Was soll das, nicht? Die sehen so aus wie andere auch, außer von gewissen Lernanfängen abgesehen. Da zeigte sich nämlich, dass das bruchstückweise sich gebildet hat und dass erst bei mehreren Experimentatoren im Laufe der Zeit diese Bruchstücke zusammengewachsen sind zu längeren Texten. Also eine Art von Lernvorgang. Ansonsten habe ich schon angedeutet, die Paranormalität ergibt sich einfach daraus, dass die Computer nicht vernetzt sind. Es gibt nun aber eine ganze Reihe von merkwürdigen Erscheinungen, die fallen aus dem Rahmen. Und die weiß man nicht so genau, wo man sie hintun soll. Ich gebe Ihnen 2 eigene Beispiele jetzt. Und das dritte hat sich dann dabei ereignet, als ich diesen Text geschrieben habe. Das ist sehr lustig, beziehungsweise kopiert habe. Also stellen Sie sich einen Computerbildschirm vor, da schreiben Sie ja Briefe rein und alles Mögliche. Und ich habe am Computer geschrieben und mein Computer verlagert nun plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, ich schreibe Briefe, 2 aufeinanderfolgende Zeilen eines Gedichtes. Ich hatte also ein Gedicht in einen Brief eingebaut, nicht von mir, sondern von jemand anders. Und 2 dieser Zeilen sind, wie sich später herausstellte, verschwunden. Und die eine Zeile taucht als Titel dieses Dokuments auf und die 2. Zeile taucht in der sogenannten Dateiinformation auf. Diese Zeile, die erste, ist die interessantere, die lautete Rot, Freizeit, Ferienfreude und. Was macht man damit? Man wundert sich, weil 4 Tage später bin ich in die Schweiz und nach Italien gefahren, hatte viel Freizeit und auch viel Ferienfreude. Wie kommt das in den Computer rein, beziehungsweise es war ja drin, aber wie ist das verlagert worden? Sie können Computerspezialisten fragen. Da passieren wunderliche Sachen. Kein Mensch hat Zeit, sich damit zu beschäftigen. Man kann das auch nicht nachvollziehen. Das kann ja ein Fehler sein, obwohl das sehr kompliziert ist. Sehr kompliziert, wenn da ein Buchstabe fehlt oder sich was verändert. Einfach, das kann passieren, ganz leicht. Aber dass 2 Zeilen verlagert werden, die eine hierhin, die andere dahin, das kann man schon computermäßig nicht mehr nachvollziehen. Ich habe meinen Sohn gefragt, der ist Spezialist, der ringt die Hände, kommst du wieder mit so einem Quatsch an? Ja, nein, ganz so krass drückt er es nicht aus. Und dann kommt aber der Zusammenhang, den konstruiere ich ja. 4 Tage später, Reise, Freizeit, Ferienfreude. 2. Beispiel ist ganz neu. Ich habe für ein deutsches Buch eine Einführung bzw. ein Vorwort geschrieben. Die Italiener wollten dieses Vorwort übernehmen, haben sie auch getan, muss natürlich übersetzt werden. Und die haben erstmal den deutschen Text in einen Computer eingescannt. Sie kennen das, man schiebt das da in eine Maschine rein und das, was da auf dem Papier steht, kommt in den Computer rein und taucht auf dem Bildschirm wieder auf. Und mein Vorwort, was ich geschrieben habe, beschäftigt sich mit dem Inhalt von Tonbandstimmen. Einiges haben wir ja gehört, habe ich Ihnen erzählt jetzt. Und da gibt es natürlich Phänomene, die treten auf, nicht nur bei Tonbandstimmen, sondern auch bei anderen, auch bei Bildern. Da tritt irgendwie krauses Zeug auf, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Und mein Text lautet im Wesentlichen: Es gibt metaphorische bis unverständliche Passagen, deren Deutung sich als schwierig oder unmöglich erweist. Also der Scanner tastet das ab, das erscheint im Bildschirm
Und zwischen den Wörtern metaphorisch und unverständlich oder unlösbar taucht plötzlich eine Zeile auf im Computer mit 53 sinnlosen Buchstaben und Zeichen. Und dann geht der Text ganz normal weiter. Jetzt frage ich Sie, weiß der Computer, dass ich gerade über die unverständlichen Zeichen gesprochen habe, die da manchmal auftauchen? Wenn ja, woher weiß er das? Jetzt kann man sogar noch nachdenken und sagen, naja, also vielleicht hat diese Frau oder wer das da war, der das eingescannt hat, das natürlich mitgedacht. Aber die wird nicht gedacht haben oder sich vorgenommen haben, ich will jetzt im Sinne der Psychokinese da 53 Buchstaben und Zeichen einfügen. Das ist doch völlig unverständlich. So, und nun kommt dann gleich der dritte Fall, kurze Zwischenpause. Es kann sich also um simple Zufälle handeln, wenn man schon den Zufall da glaubt. Es kann sich um diesseitig animistische Vorgänge handeln, animistische handeln, die einfach von der Person ausgehen, hatte ich eben angedeutet. Es kann aber auch sein, dass irgendwelche Fremdwesenheiten damit tätig sind. Das können wir nicht entscheiden. Also die Deutung ist schwierig bis unmöglich. Man kann aber noch was, und das möchte ich hier nur am Rande andeuten, aber man kann noch was vermuten. Man könnte nämlich vermuten, dass die Computer langsam anfangen, ein Bewusstsein zu entwickeln. Das hört sich natürlich an wie Science Fiction, wird aber durchaus in der Spezialliteratur diskutiert. Sie wissen, es gibt diesen Fall der künstlichen Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz, die wäre natürlich keine echte Intelligenz, wenn der Computer oder der Roboter sich dann an das Programm hält, sondern er muss frei programmiert sein. Er muss über eine gewisse Variationsbreite verfügen, innerhalb derer er selbst entscheiden kann. Also, wenn wir jetzt mal etwas Science-Fiction treiben, Zukunftsmusik, dann könnten wir sagen, vielleicht sind da solche Ansätze erkennbar. Das geht weit zurück. Wir hatten einen Experimentator, Manfred Boden, vor vielen, vielen Jahren, auch längst im Jenseits. Der hat natürlich dann von drüben sich auch, ich sage natürlich, weil viele ehemalige Experimentatoren haben sich bei anderen ehemaligen Freunden wieder gemeldet. Der hat dann von drüben mal gesagt, alles hat Bewusstsein. Alles, auch Computer, hat er direkt erwähnt. Damals schon. Das mag eine Vorwegnahme gewesen sein. Und nun kommt aber eine Aussage dazu, die ist bereits 1995 erfolgt, jetzt nicht von Manfred Boden aus dem Jenseits, sondern von einem angeblichen Schamanen. Die lautete folgendermaßen: Gesonderte elektromagnetische Energieformen werden mit der menschlichen Psyche koordinieren, das heißt sich zusammengruppieren, und diese übernehmen, hören Sie gut hin, der Mensch wird sich mit den vorhandenen und auch zu entwickelnden Geräten identifizieren und lernen, dass Computer Geist besitzen. Dieser Geist wird die Psyche des Menschen auf Terra überleben. Das ist eine unheimliche Perspektive. Man kann natürlich sagen, naja, wir wissen nicht, woher das kommt, wer ist der Schamane Mayo, das kommt aus dem Jenseits. Nein, nein, schauen Sie mal in die Bücher, schauen Sie mal in die Spezialliteratur rein. Das Interessante ist nun, das Ganze ist ja hier in einem Abschnitt in meinem Manuskript unter Computerstörungen. Und genau dieser Satz, gesonderte elektrische Energieformen, dieser Absatz, den ich Ihnen vorgelesen habe, der erscheint beim Kopieren nicht mehr im normalen Druck, also wo die Seiten schön begrenzt sind, Blockdruck, sondern aus völlig unerfindlichen Gründen geht er in den Flatter-Modus und geht nach draußen raus. Ich habe 3 oder 4 Stunden versucht, das wegzukriegen. Ich habe es nicht weggekriegt. Block verschieben und das Ganze neu durchlaufen lassen, nachdem ich die Maschine ausgeschaltet hatte. Wieso ausgerechnet, wo ich über diese Dinge denke und schreibe und das nachher kopiere, beim ersten Mal ist nichts passiert, wieso ausgerechnet an der Stelle dieses Fehlverhalten von der Maschine? Also Sie sehen, wir haben augenscheinlich Wechselwirkungen zwischen Psyche und Geräten oder Materie oder wie Sie es nennen. Und es ist interessant, ich habe Ihnen eben einen Text von Jürgenson vorgelesen, wo er zu den Bilddarstellungen mit den drei Sonnen
Wir haben ihn gefragt, ich war nicht dabei, aber jemand anders, in demselben Text, der jetzt im Oktober gekommen ist, zu diesem. Sie sprachen vor einiger Zeit von Geräten oder über Geräte, die in der Zukunft in einer Art betrieben werden, wo sich Geist manifestieren könnte. Geist nicht alleine aus unseren Ebenen, sondern Geist als solcher. Es wurde davon gesprochen, dass dies in der Zukunft möglicherweise der Fall sein könnte, in Form von Robotern, sowie über technische Kommunikationsgeräte, wie zum Beispiel Computer. Und dass diese in Zukunft so ausgestattet sein könnten, dass diese, wenn sie so wollen und wenn wir das Wort benutzen, sensitiver werden, als sie es im Moment sind. Sodass hier eingegriffen werden kann, in Form, wie wir in ihre menschliche Psyche eingreifen. Mir erscheint ein digitaler Sprachspeicher, das gibt jetzt so kleine, die nehmen 2,5 Stunden auf dem Chip auf. Kostet nicht ganz billig, aber immerhin, sehr schön, hervorragende Qualität. Mir erscheint ein digitaler Sprachspeicher sehr sensitiv. Er ist normalerweise ein Begriff in Verbindung mit einem Menschen. Wissen Sie, wo wir da wieder sind? Da sind wir wieder bei Westbechers Film. Der Sprachspeicher ist ein Begriff in Verbindung mit einem Menschen. Das heißt, ein menschlicher Begriff, eine geistige Struktur. Da möchte ich gerne hin. Aber wenn wir von geistig gesteuerten Geräten sprechen, dann könnte man sagen, das ist der Anfang davon. Es ist sehr schwer zu erklären und es ist auch noch Zukunftsmusik, wenn Sie so wollen. Aber dieses Gerät geht in diese Richtung, habe ich das Gefühl. So, nun gehen wir in die Problematik hinein, denn ich wollte Ihnen ja nicht nur etwas von Tatsachen berichten, sondern ich wollte Ihnen auch, wie lange habe ich denn hier eigentlich Zeit? Bis 17:45. Ja, prima. Ich wollte Ihnen ja über die Problematik berichten und dann über den Versuch, etwas einzuordnen. Es ist nicht genannt worden, aber ich vermute, das wird zur Sprache kommen in einem der Seminare oder Vorträge von Herrn von Lukadu, dass es in Princeton in den USA, an der berühmten Universität, wo Einstein auch war, eine Gruppe gibt, die seit 20 Jahren, gerade so wie hier die Basler Psi-Tage, sich beschäftigen mit der Untersuchung über Psychokinese und Fernwahrnehmung. Und es ist so, dass diese Leute geleitet werden oder diese Gruppe geleitet wird von einem inzwischen emeritierten ehemaligen Dekan der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät, Robert Jahn. Und der hat anlässlich der Ergebnisse, die man dort hat, das ist die Fernwahrnehmung, wird ja gemacht, haben wir gehört, heute auch schon im Laufe des Tages, man setzt jemanden in ein Labor und der wird begleitet von einem Mentor und man schickt jemanden irgendwo anders hin oder man schickt auch niemanden hin und man sagt dem Betreffenden, der betreffenden Versuchsperson, nun geh mal wandern, so wie der Harald das vorhin erklärt hat, er geht geistig wandern oder er geht mit einem feinstofflichen Körper oder wie immer Sie das nennen wollen, dahin und guckt nach, was da los ist. Er guckt also als Amerikaner zum Beispiel den Russen in die Kochtöpfe. Nee? So. Und der Jahn, das ist also das eine und das andere ist die berühmte schwache Psychokinese, wo man also Generatoren laufen lässt, Computergeneratoren, Zufallsgeneratoren, die eine bestimmte Statistik liefern und wo man nun versucht, mit Versuchspersonen ranzugehen, zu sagen, mach mal mehr positive Impulse, mach mal mehr negative oder mach mal lass mal normal laufen. Das sind sehr geringe Abweichungen und da geht der Streit los, ob das die Statistik nun stimmt oder ob das nicht doch alles wieder Zufall ist und so weiter. Aber jedenfalls, der Jahn hat dann Folgendes geäußert, Zitat. Wenn man diese Ergebnisse mit Muße betrachtet, können sie einem die Nachtruhe rauben. Entweder man muss sie völlig ignorieren oder sie stellen einige fundamentale Aspekte von Zeit und Raum in Frage. Zeit und Raum ist unser Kino, meine Damen und Herren. Da drüben gibt es das nicht. Also, wir haben ungreifbare Absender, wir haben Kommunikationspartner, Unbekannte letzten Endes, wir haben diesen Komplex von Phänomenen, die sich von unseren normalen Ergebnissen abheben und die können als Herausforderung angesehen werden. Und ich meine hier in aller Öffentlichkeit, dass die Parapsychologen als Erste und dann bitteschön die normale offizielle Wissenschaft diese Herausforderung verdammt nochmal, Entschuldigung, annehmen müssten.
Es wird höchste Zeit nach 50 Jahren. Wir nehmen also technisch verifizierte Phänomene wahr. Ah ja, das ist mein falscher Ausdruck. Ich muss den richtigen Ausdruck nehmen, natürlich. Ja, klar. Wir nehmen also technisch verifizierte Phänomene wahr. Und das läuft dann darauf hinaus, dass eben die Esoteriker und Theologen von der Technik nichts wissen wollen. Aber da diese Phänomene nun wieder mit Jenseitsproblemen behaftet sind, wollen wieder die Parapsychologen und schon gar nicht die Animisten mit diesen Problemen auch nichts zu tun haben. Das heißt, diese instrumentellen Phänomene oder Transkommunikation, ITK, sitzt zwischen zwei Stühlen. Und keiner will was davon wissen, außer so ein paar Narren wie unser einer Anna ist. Nun, wenn wir müssen mehrere Aspekte anwenden, mehrere Ansätze, wenn wir das einordnen wollen. Und ich brauche Ihnen da nicht allzu viel zu erzählen, denn das könnten Sie in den anderen Vorträgen viel besser hören. Wir haben ja mal sowas gehabt wie klassische Physik. Und in dieser klassischen Physik, da gab es die Natur, der guckte man ab und zu mal so unter das Röckchen. Und das wurde studiert und dann wurden Naturgesetze aufgestellt und die standen da für ewig und drei Tage. Und da glaubte man dran. In Wirklichkeit ist das ja auch nur alles Kino, nicht? So. Und wenn man diese klassische Physik zu Hilfe hinnimmt, dann dürften diese Bilder und diese Stimmen und diese Computertexte einfach nicht existieren. So, fertig, aus. Dann gab es aber die moderne Physik, die ist heute auch schon angesprochen worden. Wunderschöner Vortrag, ja, heute Morgen, Kurzform. Und da gab es die Relativitätstheorie und die Quantentheorie. Und die haben nun eigentlich den klassischen Physikern, das hat sich bloß bis in die Schulen noch nicht rumgesprochen. Normalerweise sagt man, das dauert eine Generation, jetzt sind wir schon drei Generationen weiter und die haben es immer noch nicht kapiert, ja. Macht nichts, braucht alles seine Zeit. Also da wurden den klassischen Physikern etliche Zähne gezogen, nämlich Raum, Zeit, Materie, Kausalität gehen alle mal in die Binsen. Stimmt alles gar nicht. Stimmt zwar hier und jetzt in unserer makroskopischen Welt. Wenn Sie reingucken, unten in den Untergrund, in den finsteren Untergrund, in den Keller, bei den Atomen, bei den Atomkernen, bei den Teilen von den Teilen, in Anführungsstrichen, von den Atomkernen, Neutronen, Protonen und, ja, und Quarks und was Sie heute noch alles haben, da gilt das alles nicht mehr. Und die ehrlichen Physiker sind längst so weit, dass sie sagen, letzten Endes sind das alles nur Bewusstseinsstrukturen. Und wenn man ein Schrittchen weitergeht, dann sagt man, es sind geistige Strukturen. So sieht das aus. Und diese Kritik, die da gekommen ist an der sogenannten realen Welt, die lässt nun natürlich eine Unmenge von Möglichkeiten offen. Und es gibt nur eigentlich eine Gruppe oder hervorragende eine Gruppe von Philosophen, sagen wir mal, die das ein bisschen aufgegriffen haben. Das sind die berühmten Konstruktivisten. Also ich empfehle Ihnen zwei kleine Bücher von Václavik, wenn es die noch gibt. Es gibt auch andere, natürlich noch modernere. Václavik war einer der ersten. Die schöne Frage, wie wirklich ist die Wirklichkeit und die erfundene Wirklichkeit? Und da wir die Wirklichkeit ändern können, können wir vielleicht auch Tonbandstimmen produzieren. Vielleicht die anderen da auch von drüben. Und in der Parapsychologie sieht die Sache also eben auch etwas finster aus und trotzdem öffnet sich was. Ich bin ganz zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Kongresses. Darf ich so sagen, nach einem Tag. Weil nämlich das erstens diese Stimmen und so weiter in den Bereich zunächst der Parapsychologie fallen. Und die Parapsychologen untersuchen ja, das wissen wir, Psychokinese und Fernwahrnehmung sind die Hauptargumente. Nun kann man Folgendes, und das ist schon mehrfach angeklungen heute, den Professor Dr. Dr. Andreas Resch mal hören. Der hat nämlich gesagt, was heißt eigentlich paranormal und was heißt denn eigentlich Parapsychologie? Die Psychologie reicht ja gar nicht aus, um diese Phänomene zu beschreiben. Und normal, was ist denn eigentlich normal? Um Sie ein bisschen aufzumuntern, nicht der berühmte Spruch, jeder beschränkte Mensch ist normal, aber nicht jeder normale Mensch ist beschränkt. Oder umgekehrt. Sie können sich aussuchen, was Ihnen lieber ist. Ja?
Das geht nicht so. Was ist normal? Normal ist das Verhalten, was die große Menge an den Tag legt. Wie es eben zitiert worden ist, morgens aufstehen, rasieren, frühstücken, zur Arbeit gehen, Fernsehen, Bierflasche und abends schlafen gehen und dann dasselbe. Wie dieses kleine Mäuschen oder dieser kleine Hamster da in diesem Rädchen. Das ist normal, ja? Und dann fragen Sie mal was bei den Medizinern, was normal ist. Oder bei den Psychologen. Ach du liebe Zeit. Die Hälfte der Leute, die in der Psychiatrie sitzen, sind mediale Leute. Und die werden mit Psychopharmaka zugestopft. Da gehören die gar nicht hin, die gehören ganz woanders hin. Die haben es nur nicht gelernt zu schwimmen. Die Medien haben gelernt zu schwimmen und die Armen, die sind am Absaufen, auf gut Deutsch gesagt. So, also nun läuft es darauf hinaus, dass der Professor Resch gesagt hat, nennt das doch paranormologisch. Denn wir haben Normen aufgestellt, das sind menschliche Normen, die wir aufgestellt haben. Und wenn wir Normen aufstellen, dann ist das unsere Kreation. Unser Film ist das, den wir da machen. Völlig klar. Und dann können wir die Normen auch abändern. Und der Name Arthur Koestler ist heute Morgen schon gefallen. Ich wäre beinahe im Quadrat gehüpft vor Freude. Wissen Sie, was der gesagt hat? Wir könnten die paranormalen Phänomene in unsere Vorstellung vom Normalen einbauen. Ja, eben sind wir dabei. Ich rufe Sie alle dazu auf, wenn mir das zusteht. Und Burkhard Heim hat gesagt, der Name ist manchen von Ihnen bekannt, theoretischer Physiker, auch schon im Jenseits, nichts ist so normal wie das Paranormale. Und das sogenannte Normale ist im Grunde genommen paranormal, weil es um die ungeklärte Wechselwirkung von Geist und Materie geht. Also die alte Frage, wieso, wenn ich mir vorstelle oder wünsche, ich möchte meinen Arm heben, hebt er sich. Hat keiner verstanden. Auch nicht die Neurophysiologen und die großen Gehirnforscher. Keine Sorge. Ja, nun, was die Parapsychologen tun, das kann ich hier ein bisschen überschlagen. Das habe ich jetzt mehrfach genannt. Aber sie haben eine Besonderheit in Princeton entdeckt. Das war eine Zufallentdeckung. Das ist heute nicht zur Sprache gekommen. Deswegen möchte ich das erwähnen, weil das ein sogenanntes Gruppenphänomen ist. Es hat sich schon gezeigt, dass bei den Versuchen zur Fernwahrnehmung und auch zu dieser Mikro-PK, also kleine Änderungen in der Statistik, Personen, die einzeln arbeiten, eine bestimmte Abweichung erzeugen können. Wenn man Personengruppen nimmt, die erste Gruppe besteht aus zwei Personen, wird es im Allgemeinen nicht besser, es sei denn, diese beiden Personen sind intim liiert. Da fällt mal das Wort Liebe dazu. Wenn Sie größere Gruppen haben und diese größeren Gruppen sind harmonisch gewissermaßen auf einer Linie oder das berühmte Wort Schwingungen, harmonische Schwingungen. Also Sie haben eine ähnliche Art zu denken, sich vorzustellen, sind eingestimmt. Das stimmt irgendetwas. Dann reagieren weltweit die Computer darauf. Die Princeton-Leute haben weltweit 37 Computersysteme verteilt und haben untersucht, wann treten Abweichungen von der normalen Statistik auf, und zwar im Sinne von zunehmender Ordnung. Das heißt, die Statistik, die normalerweise in gewissen Bereichen schwankt, schwankt nicht mehr so stark. Das heißt, das Phänomen könnte man auffassen als zusätzliche Ordnung. Und diese zusätzliche Ordnung scheint korreliert zu sein, das heißt in Zusammenhang zu stehen mit Ereignissen. Das Tollste ist jetzt gewesen, traurig wie dieses Unglück war, am 11. in den USA mit dem Einschlag der Flugzeuge in die beiden Türme. Die Computer zeigen eine Abweichung ab morgens Ortszeit 5 bis 6 Uhr. Die Abweichung nimmt ein Maximum an gegen 10 Uhr zu der Zeit, als die Einschläge erfolgten, und die Computeranomalie klingt ab bis am Nachmittag um 5. Ein weltweites Phänomen. Bitte? Diese nicht mehr, das waren wenige. Die 37 sind später installiert worden.
Das war also im Wesentlichen, es gab wohl schon zwei oder drei, das kann ich jetzt nicht, das müssen Sie nachlesen. Es ist im Internet drin, es ist überall drin, es ist veröffentlicht worden und so weiter. Es sind verschiedene Arten von Statistiken durchgeführt worden. Man kann es unterschiedlich darstellen, aber die Hauptkurve sieht eben so aus, wie ich es Ihnen eben beschrieben habe. Um 5 Uhr morgens beginnt die Abweichung, steigt an bis zum Einschlag und fällt wieder ab. Jetzt ist die komische Frage die, wieso fängt das vorher an? Die erste Entdeckung war übrigens, dass es, der Name ist jetzt wieder gefallen, ich glaube ich wegen der Tochter, die erste Entdeckung war eine Zufallsentdeckung bei dem Tod von Yitzhak Rabin. Man hat dann zufällig festgestellt, als das weltweit verbreitet wurde in den Nachrichtenmedien, der Computer, der damals lief, einfach unbeaufsichtigt lief und normale Statistik machte, reagiert hat. Und dann hat man das weiter verfolgt. Und das ist also heute als Gruppenphänomen, ist das untersucht worden und wird weiter untersucht und bringt uns in ganz andere Bereiche hinein. Es bringt zum Beispiel in den Bereich der Gebetsheilung hinein. Ja, man hat den Gegenversuch gemacht, das ist interessant, wenn Sie eine Gruppe von Leuten haben, man hat die tragbaren Anordnungen also auch konstruiert, wenn Sie eine Gruppe von Leuten haben, die auf Hieb und Stich miteinander diskutieren, uneins sind, bleibt der Computer in seiner normalen Statistik, der reagiert überhaupt nicht darauf. Musik spielt auch eine Rolle, Gesang spielt eine Rolle. Einstimmung. So, nun kann man natürlich fragen, und damit gehe ich auch wieder auf Herrn Professor Resch zurück, spielt diese Frage, spielt hier eine Rolle im Kongress, wird gesondert behandelt, ob denn die naturwissenschaftliche Methodik überhaupt geeignet ist zur Erforschung dieser paranormologischen Phänomene. Und Resch hat einmal Folgendes gesagt, und da halte ich mich dran. Nicht die Methoden haben die Phänomene zu bestimmen, sondern die Phänomene haben die Methoden zu bestimmen. Und wenn ich merke, dass ich nicht durchkomme, und die guten Parapsychologen, die gibt's, die sind dabei, ihre Methoden den Phänomenen anzupassen. Aber das ist noch nicht so sehr lange. Da können Sie nicht mit klassischen Methoden rangehen. Und die Frage, ob man mit diesen quantentheoretischen Methoden rangehen kann, das ist ja heute auch schon angesprochen worden, die ist offen. Das wird diskutiert. Weil man sagt, naja, letzten Endes besteht die ganze Materie aus diesen quantenstatistischen Phänomenen. Und wenn der Geist oder die Psyche, wie immer, da eingreift, wenn ich jetzt dieses getrennte System, also ein Dualsystem gewissermaßen benutze, warum soll nicht da unten ein Eingriff möglich sein, der dann sich auch im makroskopischen, das heißt in der greifbaren Welt, ausprägt? Und Eccles, dieser Gehirnphysiologe, Nobelpreisträger, inzwischen auch schon verstorben, die haben mal nachgerechnet. Und es ist so, dass auch im Gehirn die Vorgänge auf quantenstatistischer Basis gesteuert werden könnten. Und nun muss ich ein bisschen hier pro domo sprechen und gegen meinen Freund Harald Westbecher. Er hat ja immer von Energien gesprochen. Und ich habe mich ja inzwischen damit abgefunden, dass alle Leute, da lacht schon wieder eine von meinen Freundinnen oder guten Bekannten, ja, ich habe immer dagegen opponiert. Leute, solange ihr nicht sagen könnt, was das für eine Energie ist, seid doch lieber still und sprecht von Informationen. Denn wenn wir von Informationen und Informationsfeldern sprechen, dann brauchen wir keine Energie, weil nämlich die quantenstatistischen Phänomene energielos gesteuert werden. Da geht es um die Veränderung von Wahrscheinlichkeiten und dazu braucht man keine Energie. Energie ist immer genug da. So, nun bin ich hier mit mir am Kämpfen. Nö, eigentlich kann ich ja noch nicht. Ja, ich spreche so schnell heute. Meine Sprechmaschine läuft wieder. Ich wollte Ihnen ganz kurz etwas sagen zur Synchronizität. Die liegt nicht einfach am Rande, sondern man kann manche parapsychologischen Ereignisse, die korrelierbar sind, also die man miteinander in Zusammenhang bringen kann, so wie meine Freizeit und die Ferienfreude und diese Computergeschichte, man kann die auch als Synchronizitäten in den Handel bringen oder verkaufen. Und das geht ja auf C.G. Jung zurück, großer Psychologe, und auf den Kernphysiker, Nobelpreisträger Jung und Pauli. Und die beiden haben sich damals zusammengetan und haben nun da eine ganze Menge von verschiedenen Ideen, ja, aufgestellt.
mit denen nicht immer alle Leute einverstanden gewesen sind. Aber Arthur Köstler hat das aufgegriffen. Sie sehen, das passt immer alles zusammen hier in solchen Kongressen. Der hat nämlich diese Phänomene genannt mit einem ganz eigenen Namen: koordinierte Ereignisse im psychomagnetischen Feld. Also koordiniert heißt, ja, wir ordnen sie an, wir ordnen sie zusammen. Aber das Wort psychomagnetisch, das gefällt mir so, das hat nichts mit normalem Magnetismus zu tun, jedenfalls nicht mit dem, wo man so einen Hufeisenmagneten nimmt und die Stecknadel aufsammelt, ne? Sondern psychomagnetisch soll einfach heißen, da ist eine Anziehungskraft, in Anführungsstrichen, wirksam. Und ich zitiere ihn mal: Wir sind von Phänomenen umgeben, deren Existenz wir geflissentlich nicht wahrhaben wollen oder die wir, wenn sie schon nicht ignoriert werden können, als Aberglauben abtun. Haben wir alle schon gehört heute Morgen. Aber nichts verbietet die Annahme einer psychischen Wechselwirkung neben den vier physikalischen Wechselwirkungen. Nichts verbietet die Existenz eines psychischen Universums, das aus Vorgängen und Wesenheiten besteht, die miteinander verbunden sind, ihren eigenen Gesetzen gehorchen und das physische Universum durchsetzen. Fragen Sie nicht, wo die Toten sind. Die sind hier mitten mank, sagt man in Norddeutschland. Mitten dazwischen sind die, weil für Geist gibt es ja keine Zeit und keinen Raum. Wie wollen Sie denn die lokalisieren? Und die Physiker tun sich ja heute sehr schwer. Seit Einstein eigentlich schon und inzwischen vielfach experimentell bestätigt, haben Sie vielleicht gelesen, dass es nicht lokale Wechselwirkungen gibt und dass man die heute bereits benutzt, um verschlüsselte Botschaften so zu übersenden oder zu übermitteln, dass sie nicht mehr abgehört werden können. Vielleicht findet dann trotzdem einer wieder eine Gegenstrategie, aber jedenfalls momentan ist man dabei, mit Hilfe von Quantenphänomenen die ersten Informationsübertragungen durchzuführen, die augenscheinlich nicht mehr über Raum und Zeit gehen. Wir sind schon viel weiter, als sich viele Leute vorstellen. Also das war Köstler. Und da habe ich wieder ein eigenes Beispiel. Man soll ja mit eigenen Beispielen leben, denn dann müsste man sich selber betrügen. Bei den anderen weiß man nie so genau, nach 99% und die Hand ins Feuer, nicht? Ich beschrieb am Computer die frühere Schwierigkeit, außergewöhnliche Stimmen am Telefon zu dokumentieren. Wir haben ja keine Anrufbeantworter gehabt. Und die inzwischen mögliche Benutzung von Anrufbeantwortern. Der Satz war beim Schreiben noch nicht abgeschlossen, als das Telefon läutete. Der verstorbene Experimentator Klaus Schreiber meldete sich und ich konnte den Transdialog, so nennen wir so etwas, aufzeichnen. Dessen Echtheit, keine Mogelei von niemandem, durch den Inhalt gewährleistet ist. Ich kann Ihnen das jetzt hier nicht, wenn Sie nachher Zeit haben, in unser Forum zu kommen, das ja im Anschluss ist an der Nummer 4, dann können Sie mich ausquetschen, dann sage ich Ihnen auch den Hintergrund. Aber der Inhalt ist so, dass er nicht von dieser Ebene, von der irdischen Ebene getrickst sein kann. Also, das Schreiben dieses Textes über diese Tonbandmaschinchen, die wir als Anrufbeantworter da benutzen, und der Dialog, der sich da nun, das Telefon klingelt, verwirklicht hat und den ich aufzeichnen konnte, das geschieht ja doch augenscheinlich unabhängig voneinander. Oder soll man jetzt sagen, ich habe das Telefongespräch herbeigeführt? Die Sache hat geht viel weiter. Versuchen Sie nicht, diese Felder zu lokalisieren. Diese Frage, wie macht ihr denn das mit dem Mikrofon da? Diese Tonbandstimmen, ist häufig gefragt worden, man kommt nicht dahinter. Die Wiener Gruppe von Technikern hat ganze Tonbandmaschinen auseinandergenommen, um rauszukriegen, wo denn eigentlich diese Stimmen da reinkommen. Sie haben es nicht gefunden. Der Dr. von Lukadu als Physiker hat lange wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Auch diese Leute in Princeton ganz ähnlich. Wo kommt diese Veränderung in der Statistik zustande? Ist es nicht dahinter zu kommen? Das ist ein Feld. Und dieses Feld ist nicht lokal. Nicht lokal, also es ist nicht hier, es ist nicht da, es ist nirgendwo oder überall. So. Meine Frau war während dieses Telefongesprächs sich anbahnte, also als ich den Text schrieb, vom Einkaufen auf dem Weg nach Hause und hat mir kurz vor ihrem Tode, vor 2,5 Jahren, zum ersten Mal erzählt, dass sie auf diesem Nachhauseweg an Klaus Schreiber intensiv gedacht hat, kam nach Hause,
Das Telefon klingelte, sie ging unten dran und hörte das ganze Gespräch mit. Also, nicht nur ich an meinem Computer, nicht nur der Klaus Schreiber vielleicht im Jenseits, sondern meine Frau hier und der Computer und das Telefon. Also eine Kombination. Und die sagen von drüben, macht euch keine Gedanken, ob ihr mit Computern arbeitet, ob ihr mit der alten Konservendose arbeitet, jetzt karikiert. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt nicht auf das Gerät an. Es kommt auf die mediale Kopplung an oder, wenn man so will, auf dieses Informationsfeld, was als Gemeinschaftsarbeit aktiviert wird. So. Nun könnte ich ganz gerne noch die letzten zwei Dias bekommen oder haben oder wollen oder wünschen. Bitte schön. Ja, sehen Sie, ich bin ja kein Parapsychologe. Das hätte ich ja extra studieren müssen. Aber ich benutze gerne diese Sprechweise. Und wenn Sie sich das ganze transkommunikative Geschehen anschauen, dann können Sie sagen, wir haben einen Operator auf gut Deutsch oder Experimentator. Dieser Mensch hat eine elektronische Anordnung, EL, und aus der elektronischen Anordnung kommen irgendwelche Signale raus, die sind entweder Audio oder Video. Das heißt, wir hören sie oder wir sehen sie. Und wir wissen, dass Menschen psychokinetische Fähigkeiten haben, also können wir in erster Näherung annehmen, der Operator ist derjenige, der in die Elektronik diese Informationen einprägt. Das ist zunächst vollkommen in Ordnung. Und insoweit befinden wir uns also ja, in guter Gesellschaft, kann man sagen. Jetzt ist es aber leider so, dass diese Operatoren, diese Experimentatoren, diese Menschen keine abgeschlossenen Systeme sind. Wir fühlen uns im Allgemeinen als abgeschlossenes System. Wir glauben vielleicht noch, wenn wir jetzt etwas esoterische Vorbildung haben, dass wir eine Aura um uns herum besitzen, die vielleicht, was weiß ich, ein paar Zentimeter, Dezimeter, Meter reicht, wenn es hochkommt. Aber normalerweise ist für uns unser Ich an der Haut, an der Körperoberfläche zu Ende. Meine Damen und Herren, psychisch sind wir offene Systeme. Ich zitiere mal ein Zitat hier von Robert Monroe. Der innere Mensch ist alles andere als eine hermetisch in sich abgeschlossene Struktur. Er steht mit seinen Mitmenschen und vielleicht auch mit anderen geistigen Lebewesen in ständiger Kommunikation. Dieses Netzwerk von Einflussströmen ist eine Wirklichkeit, die von Menschen nicht bewusst wahrgenommen wird. Und Arthur Koestler schreibt, ganz unabhängig voneinander, augenscheinlich stehen der Überschreitung der Bewusstseinsschwelle und dem Zugang zu diesen unbewussten Informationsfeldern erhebliche Hindernisse und Verdrängungsmechanismen entgegen. Unsere Sinne sind enge Schlitze und selbst das, was durchkommt, ist bereits zu viel. Psyche und Gehirn scheinen eine Sammlung von Selektionsfiltern zu enthalten, die unerwünschte Signale ausblenden sollen, von denen jedoch einige in verzerrter Form durchkommen. Wir können nicht allem gleichzeitig Aufmerksamkeit schenken. Wir sind gegen die Vielfalt des psychomagnetischen Feldes geschützt. Pferde müssen Scheuklappen tragen. Aber es ist augenscheinlich möglich, wenn man genügend hartnäckig ist und das durchsetzt, geduldig ist, diese Scheuklappen auch ein bisschen beiseite zu schieben und dann doch etwas von den unbewussten Bereichen wahrzunehmen, was uns normalerweise nicht zugänglich ist. Kann ich das nächste Dia haben, bitte? So, also der Operator ist kein abgeschlossenes System, sondern er hat links von sich Fremdquellen. Und diese Fremdquellen nimmt er per Fernwahrnehmung wahr oder er empfängt von ihnen, hellseherisch, telepathisch, wie Sie wollen, präkognitiv, irgendwelche Informationen und dann läuft das genauso wie in dem anderen Bild über Psychokinese in die Geräte rein. Bei den Fremdquellen sehen Sie oben ein kleines A. Und solange wir jetzt Psychologie und Parapsychologie betreiben, solange dürfen wir dieses A für animistisch nehmen und das bedeutet, wir befinden uns nach wie vor im irdischen Bereich.
Wir befinden uns in dem Film, in der Illusion, in der Hypnose, in der wir hier im Wachbewusstsein im Allgemeinen leben. Nun hat eben, und das ist einer der Gründe oder mag einer der Gründe sein, warum die Wissenschaft nicht an diese Dinge ran will, wir befinden uns nun leider in der angenehmen oder unangenehmen Situation, dass diese audiovisuellen Inhalte, die da kommen, auf das Fortleben hinweisen. Auf die Außerraumzeitlichkeit des Geistes, des Menschlichen, der Verstorbenen, vielleicht anderer Wesenheiten, vielleicht Ufonauten, vielleicht Extraterrestrier, was weiß man alles. Aber das ist natürlich etwas, was den offiziellen, ich sage ruhig offiziellen Lesarten deutlich widerspricht. Wenn wir dann weitergehen wollen, ich lasse das Bild einfach stehen, dann haben wir unten ein kleines S. Und es ist unvermeidlich, dass wir in eine Deutung hineingeraten, die wir als spiritistisch oder spiritualistisch bezeichnen, die basiert auf zwei Annahmen. Ich sage Annahmen, weil wir keine direkten Beweise haben. Erstens, Transwesenheiten einschließlich verstorbener Menschen existieren. Und zweitens, diese Wesenheiten sind kommunikationsfähig. Und ich ergänze mal, nicht nur kommunikationsfähig, sondern kommunikationswillig. Bei weitem nicht alle, aber einige von ihnen. Und beide Voraussetzungen gelten eben für diese spiritistische Interpretation. Das heißt, die Spiritisten leugnen nicht, dass es animistische Phänomene gibt. Man kann sie nur nicht ohne weiteres trennen. Das ist die Schwierigkeit. Und ich zitiere ein Buch aus Wickland. Diese technischen Kombinationen da, die sind vorausgesagt worden. Wickland, 30 Jahre unter den Toten, bekanntes Buch in einschlägigen Kreisen. 1920, Zitat aus dem Jenseits. Bald wird die Zeit kommen, auf welche wir alle schon hinarbeiten, wo man auf Erden ein Instrument erfinden wird, durch welches alle, die es wünschen, die großen Meister in der geistigen Welt werden hören können. Noch nicht gleich, aber bald oder rechtzeitig. So, wir haben nun also ein Bild, mit dem ich mal zunächst leben kann. Wir haben also diese Kombination, animistisch-spiritistisch, wenn wir dafür offen sind. Die Fremdquellen werden telepathisch, hellseherisch, präkognitiv wahrgenommen oder fließen ein, die Informationen in den Operator. Der geht über Psychokinese in die Elektronik unbewusst und rauskommt das, was man vielleicht vorne reingesteckt hat. Mehr oder weniger gut. So. Im Idealfall, ich zitiere jetzt indirekt, also etwas verkürzt, Herrn Dr. Rürtschi, der hat vor einiger Zeit genau diese mediale Geschichte mal auseinandergenommen. Sehr verdienstvoll. Kurzform, im Idealfall vermittelt das Medium eine unveränderte Botschaft einer Jenseitswesenheit an die Umwelt. Es verfügt aber über eigene Informationen, die unbewusst und ungewusst einfließen können. Anwesende und abwesende Menschen können Informationen liefern. Hellsichtige Wahrnehmungen irdischer Gegebenheiten sind nicht auszuschließen. Informationen können irdischen Archiven und einem eventuellen überpersönlichen Speicher, in Klammern Akasha, entnommen werden. Und ich zitiere eine Dame, längst vergriffen, das Buch Heinzel Heineck. Das war, glaube ich, eine Verehrerin von dem Swedenborg. Versuchen Sie sich ein unsichtbares Nervensystem vorzustellen, das sich von Ihnen zu jedem Menschen erstreckt, den Sie jemals kennengelernt haben. Signale und Gedanken wandern ständig durch dieses System zu Ihnen und von Ihnen weg. Von denen, die häufiger an Sie denken, ob bewusst oder unbewusst, erstreckt sich ein starker, gut gebahnter Kommunikationspfad. Umgekehrt übertragen Sie Signale an die Sie denken, und diese werden von dem, was Sie denken, beeinflusst. Seien Sie vorsichtig oder seien wir vorsichtig mit unseren Gedanken, meine Damen und Herren. Es gibt nun eine ganze Reihe von Schwierigkeiten bei diesen instrumentellen Kommunikationen. Einige liegen auf unserer Seite, wir sind verschlossen. Wir haben diese psychokinetischen Fähigkeiten nicht weit genug entwickelt. Aber einige liegen drüben auf der anderen Seite. Keine
Dies oder jenseitige Wesenheit kann mehr von sich geben, als ihm selbst oder ihr selbst bewusst ist. Nehmen Sie bitte keine, egal ob instrumentell verifiziert oder auch über Medien im guten Sinne verifiziert, nehmen Sie keine Wesenheit so, wie sie sich da darstellt. Sie können sie nicht beweisen, wenn Ihnen Ihr Gefühl sagt, das ist jetzt meine Frau, mein verstorbener Partner und so weiter. Das ist in Ordnung. Das ist kein wissenschaftliches Problem. Aber die Jenseitswesenheiten können nur das sagen, was ihnen selbst bewusst ist. Und man darf ihre eine Aussage nicht verallgemeinern. Da drüben gibt es Urwälder, da drüben gibt es schneebedeckte Flächen wie in der Arktis, da drüben gibt es große Meere, da gibt es einfach alles. Und wenn einer etwas mitteilt, dann bedeutet das nicht, dass es überall Gültigkeit hat. Es gibt gewisse Inhalte, die sich bestätigen gegenseitig. Und das ist auch das, worauf es wesentlich ankommt. Das andere sind jenseitige Vorstellungen aus bestimmten Bewusstseinszuständen heraus, genau wie unsere Vorstellungen von unserer Welt hier nichts anderes sind als Bewusstseinszustände. Dann kann natürlich Folgendes passieren. Eine Jenseitswesenheit kann etwas zusammenfantasieren, zum Beispiel drei Sonnen. Dann sind für das betreffende Wesen drei Sonnen da. Und wenn andere auf der gleichen, in Anführungsstrichen, Ebene sind, sehen die auch drei Sonnen. Und wenn die drei Sonnen vergessen, sind die drei Sonnen eben weg. Die haben nie existiert, in real, in unserem Sinne real. Da muss man sich dann drüber unterhalten. Natürlich können sie auch bewusst Unwahrheiten sagen, aber da würde ich vorsichtig sein. Deswegen, das ist eine der Kritiken, die man sagt, wenn es kommen auch Sachen herüber, die nicht so gut sind und man weiß ja nicht, woher sie eigentlich kommen, also Vorsicht. Nicht abhängig machen, nicht? So, es kann auch vorkommen, dass andere Wesenheiten im Namen einer Wesenheit sprechen. Das haben wir gerade bei den instrumentellen Kontakten relativ häufig. Dass eine Wesenheit sagt, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe aber Helfer, die machen das. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Punkt und wenn sonst nichts gewissermaßen hier hängen bleibt, es geht ja langsam auf die letzten Minuten zu, es läuft darauf hinaus, dass, wissen Sie, es gibt eine Lehre, die heißt Semantik. Semantik beschäftigt sich mit der Bedeutung von Begriffen. Das hört sich sehr gelehrt an, aber Begriffe haben ja eine bestimmte Bedeutung. Die sind auch nicht von der Sprache abhängig, diese Begriffe. Wenn ich den Begriff Tisch benutze, kann ich den in 2000 Sprachen und Dialekten sprechen. Das ist immer noch der Begriff Tisch. Kann man darüber unterhalten, wie er aussehen soll. Ja, aber drei Beine hat oder vier oder was weiß ich. Aber es ist so, nach allem, was, wie ich glaube, in vernünftigen Durchsagen vermittelt wird, vorwiegend über Medien, weil das einfach viel länger ist als das, was über die paar Seiten da über Computer kommt oder vielleicht in 5 Minuten in einem Dialog. Was ich also glaube, es gibt keine 1:1 Übertragung. Die Bewusstseinszustände außerhalb von Raum und Zeit und Materie und einschließlich dessen, was wir hier die Kausalität, Ursache, Wirkung nennen, sind völlig anders. Die sind nicht 1:1 übertragbar. Und es ist ein Wunder, dass überhaupt irgendwas vernehmlich rüberkommt, so dass wir uns irgendetwas vorstellen können. Aber das sind letzten Endes Vorstellungen, wo sich entweder die Jenseitigen furchtbar quälen, um ihren Bewusstseinszustand doch irgendwie bei uns zu manifestieren und verständlich zu machen, oder aber wo sie wirklich auf unsere, ich sage mal, Kindersprache zurückgreifen müssen anhand ihrer Erinnerungen und dem Medium dann das Medium steuern, so dass er mit seinem eigenen Wortschatz dann weitermachen muss und das aussprechen muss oder ausschreiben muss. Das ist wahnsinnig schwierig. Also alle Hochachtung vor guten Medien und alle Hochachtung auch vor denen, inzwischen sind die meisten verstorben, wirklich guten Operatoren, die die Transkommunikation vorangetrieben haben mit diesen massiven Effekten, nicht einfach mit Tonbandstimmen. Also das ist sehr schwierig alles und wir haben eine andere Logik drüben. Das eigentliche System allen Seins besteht aus der laufenden Veränderung aller Bewusstseine. Diese Tatsache begründet die unterschiedliche Logik. Die menschliche Logik entspricht keineswegs der Wirklichkeit. Sie stimmt nicht, weil ihr euch in den Aktivitätsdimensionen eures winzigen Alltags aufhaltet und aus dem Kreis von Schuld, Angst, Gott und Teufel nicht herauskommt. Der Begriff warum
gehört nicht zu unserer Logik. Meine Damen und Herren, es bleibt mir nur, sind noch ein paar Seiten da, dass vielleicht diese Punkte im Forum anzusprechen. Es bleibt mir aber hier gewissermaßen als Abschluss der Hinweis, man kann versuchen, es geht ja um die Einordnung letzten Endes, alles das, was ich gesagt habe, so unterzubringen, dass man sagt, wie eine der Mitarbeiterinnen in Princeton, es geht um Bewusstsein. Ohne Bewusstsein ist alles nichts und alles, was existiert, ist nur im Bewusstsein. Und die Aufgabe eines Kongresses hier, und so sehe ich meine Aufgabe, ist, Ihnen dazu zu verhelfen, ich selbst eingeschlossen, das, was unbewusst ist, zunehmend bewusst zu machen. Dankeschön.